So, moin, meine lieben Vlogger. Mich hat eben wieder jemand von der Unity Media angerufen, so ein Werbeanruf. Und ich habe das Ganze aufgenommen. Und ja, es fängt jetzt damit an, dass ich einfach ihn einfach gemutet habe und habe gesagt, ich verbinde ihn weiter, habe dann gemutet und habe ihn dann einfach warten lassen. So, und aber in diesem Moment steigt das jetzt ein. Guten Abend, hallo, Volker hier. Ja, schönen Tag, die Unity Media Geschäftskundenabteilung, Richard, mein Name, hallo. Hallo. Ich rufe einmal an wegen Internet und Telefon bei Ihnen im Hause. Da sind Sie ja mein richtiger Ansprechpartner für, ne? Okay, da verbinde ich Sie mal in die Social Media Abteilung. Moment. Jo, danke. So, jetzt habe ich ihn einfach wieder nur gemutet. Ich suche jetzt noch eine Warteschleifenmusik aus. Und Please hold the line. Please hold the line. Please hold the line. Please. Hallo. Ja, hallo, die Unity Media Geschäftskundenabteilung. Ich habe mein Name, ich grüße Sie. Es geht einmal um Internet und Telefon bei dem Hause. Da sind Sie Ja, mein richtiger Ansprechpartner für. ja, das wäre dann, glaube ich, ich. Bitte? Ja, das wäre ich. Oh, super, wunderbar. Ich habe Sie ja kurz noch nicht verstanden gerade. Und zwar geht es darum, dass bei Ihnen in der Straße eine schnellere, stabilere Leitung liegt, Oh. wovon Sie profitieren können. Und da wollte ich mal fragen, ob da grundsätzlich Interesse besteht. In Da Ingolstadt angeschlossen zu werden, Straße, haben Sie das seit gesagt? wann denn das? Da liegt ja unser eigenes Glasfaserkabel von der Unity Media, das Coax-Kabel. Ja, und das bietet natürlich eine sichere, stabilere Leitung, Leitfähigkeit, um bei Ihnen dann natürlich halt auch das nutzen zu können. So, ne? Das ist jetzt neu oder Und wie? die Verfügbarkeit, ja genau, die Verfügbarkeit ist da bei Ihnen Aber gegeben. es war gar keine Wir haben Baustelle hier so. hier. Oder wie wird das denn gelegt? Es war gar keine Baustelle hier. Also die Leitung ist ja schon ohnehin verfügbar. Ach so, also So, die ist doch nicht neu. Geschwindigkeit. Ich dachte, die wäre neu. Ach so. Also nee, also neu im Sinne von, dass die Leitfähigkeit natürlich mit einer schnelleren Geschwindigkeit da jetzt verfügbar ist. Na? Also Das Leitfähigkeit hilft mir ist nicht. ja, also das Kabel praktisch, das hat jetzt eine schnellere Leitfähigkeit bekommen, aber dazu muss es doch ausgetauscht werden, oder? Nee, das muss in dem Fall nicht ausgetauscht werden, nein. Und das Also ich Kabel kann, das wird geht ein. auch um die, es geht auch um die Straße, ne? Genau, ja, genau. Genau, bei Ihnen. Und da streiten wir ja mit dem Netzausbau ja auch voran, aber bei Ihnen wurde da jetzt baustellenmäßig nichts gemacht, soweit da ich das hier vorliegen habe. Weil hier war, ist ja keine Baustelle, das hätte mich ja gewundert. Das sieht man ja, Genau, wenn da so ein Kabel richtig. gezogen wird. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel bei Ihnen genau explizit ankommt, weil über 300.000 hinaus, das müsste ich dann halt nochmal genau prüfen. Na, aber grundsätzlich wäre da die Gegebenheit natürlich da bei Ihnen so, ne? Also wenn Sie da natürlich Interesse daran haben, davon zu profitieren, 34,90 € wären das im Monat, ne? Für eine 300.000er Leitung, Telefon und Internet natürlich, so als Paket inklusive, ne? Da hätten Sie natürlich in Upstream dann 20 Mbits. Ja. Ist das für Sie so grundsätzlich von Interesse? Ja, ich könnte sie dann nochmal, aber entscheiden kann ich das zwar schon. Ich muss sie dann mal an den Einkauf weiterleiten. Moment. Ja, ich kann auch sonst gerne Ihnen ein unverbindliches schriftliches Angebot geben, schicken per Mail, damit Sie das vorliegen haben. Das würde dann der Einkauf machen. Moment. Alles klar. Danke.
Geil, jetzt hat er aufgelegt. Geil. Okay. Ja, das ist genau das Richtige, was man machen muss. Übrigens, es ist schon das zweite Mal, dass die anrufen. Ich habe beim ersten Mal schon gesagt, dass ich keinen Bock drauf habe. Und dass es das einfach nur Werbeanrufe sind. Und ich habe auch schon Post von denen bekommen. Und ich habe nirgendwo mich angemeldet oder, ne? Es ist einfach nur Werbeanrufe. Richtig nice. Bin gespannt, ob sie nochmal anrufen. Ja, abgeflockt.